Ich möchte heute mit euch über Selbstwahrnehmung reden. Das Thema Selbstwahrnehmung ist etwas, was mich in Bezug auf Abnehmen und gesunde Ernährung schon lange begleitet, schon seit mindestens 15 Jahren. Und ich dachte mir, heute wäre ein guter Zeitpunkt, um mit euch darüber zu reden. Vielleicht gleich vorweg. Ja, ich habe meine Kamera wieder aus der Reparatur, es ist wieder das gewohnte Setup. Alles ist wieder gut, wir haben wieder anständiges Bild und anständigen Ton. Vielleicht um alle, die neu dazugekommen sind oder nicht auf dem aktuellen Stand sind, mal irgendwo abzuholen, hier ein paar Fakten zu meinem Weg der gesunden Ernährung und des Intervallfastens und des Abnehmens. Ich habe in den letzten 7 Monaten 47,5 Kilo abgenommen, durch eine Kombination aus Intervallfasten und einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. 47,5 Kilo sind natürlich schon ein echtes Pfund. Das ist eine ganze Menge. Das muss man sich einfach nur mal vorstellen, wenn man das in Wasserflaschen oder Milchkartons umrechnet, was das bedeuten würde, das zu schleppen. Und ich merke natürlich auch, dass mir Klamotten wieder passen, die mir seit 8, 9 Jahren nicht mehr gepasst haben, dass mir einige Dinge leichter fallen. Aber das Ganze hat nicht unbedingt zu einem anderen Körpergefühl und zu einer anderen Selbstwahrnehmung geführt. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die in einer ähnlichen Position sind wie ich, die große Erfolge erzielen, aber sich schwer damit tun, diese Erfolge auch wirklich wahrzunehmen und zu verstehen und zu spüren. Das Ganze hat mehrere Gründe. Bei mir liegt es zum Beispiel auch daran, dass die Zeit, in der ich mich meinem Übergewicht einfach ergeben habe und das Ganze auch nur schlimmer und schlimmer geworden ist, dass das Jahre waren, Jahrzehnte, um ehrlich zu sein. Und da sich abgesehen von einer kleinen Phase vor 15 Jahren, wo ich das Thema schon mal aktiv angegangen bin, aber dann irgendwie die Richtung verloren habe, es wirklich immer darum ging, dass ich übergewichtig war und damit zu kämpfen hatte und wirklich mit meinem Gewicht zu kämpfen hatte, dass ich im Alltag gekämpft habe, um den Alltag zu bestehen. Ich habe hier auch schon Videos darüber gemacht, was mir mittlerweile leichter fällt, was dann auch so ganz alltägliche Dinge sein können, wie Schuhe zu binden oder Treppen steigen. Aber das hat sich noch nicht innerlich verfestigt bei mir. Ich habe meine Strecken für meine täglichen Spaziergänge bisher immer danach ausgewählt, dass ich nicht zu viel bergauf und bergab gehen muss. Einfach, weil es mir nicht nur schwer gefallen ist, als ich übergewichtig war, sondern weil es mir auch tatsächlich geschadet hat aufgrund des Übergewichts. Es war nicht gut für meine Gelenke, es war anstrengend und es war auch offen gesagt einfach nicht möglich. Wenn wir ehrlich sind, es war nicht möglich für mich. Das sagt natürlich einerseits viel darüber aus, wie schlecht es mir in in dieser Phase meines Lebens ging, aber es zeigt natürlich auch, wie gefährlich Übergewicht im Alltag ist und wie hinderlich es ist. Und ich habe immer noch damit zu kämpfen, dass sich diese Wahrnehmung bei mir noch nicht geändert hat. Natürlich, ich bin immer noch übergewichtig, aber ich arbeite dran. Aber mir fallen so viele Dinge leichter im Leben. Das ist wirklich schwer in Worte zu fassen, was mir alles leichter fällt. Aber trotzdem fühle ich mich von meiner eigenen Körperwahrnehmung fast noch genauso wie vor 7 Monaten. Und das ist das, was langfristig dazu führen kann, dass man wieder ja vom Weg abkommt, dass man die Motivation verliert. Und ich habe vor ein paar Tagen gemerkt, dass ich tatsächlich im Begriff bin, eine neue Selbstwahrnehmung mir selbst gegenüber zu entwickeln. Dass ich im Flur am Spiegel vorbeiging und wirklich nochmal zurückgegangen bin und mich angeguckt habe und mich im Profil angeguckt habe, mein Körperbau. Und wirklich in diesem Moment dachte, shit, du hast abgenommen, Martin. Du hast schon verdammt viel abgenommen. Wie gesagt, da kann immer noch eine Menge runter. Aber der Unterschied, das hat mich erschrocken. Ich denke, das liegt auch daran, dass ich es gewohnt war, dass ich jahrelang einfach nie richtig in den Spiegel geguckt habe oder das nur so hingenommen habe und mich auf eine schlechte Art und Weise gefühlt habe, als würde ich einen anderen Menschen ansehen, wenn ich da in den Spiegel gucke. Ich habe das nicht mit mir selbst in Verbindung bringen wollen, weil ich mich komplett selbst aufgegeben hatte. Und vor ein paar Tagen bin ich am Spiegel vorbeigegangen und ich bin wirklich nochmal 2 Schritte zurückgegangen, bin stehen geblieben, habe mich angeguckt und habe gedacht, Scheiße, ich habe mich sehr verändert und zwar zum Positiven. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich angeben will oder mir selbst auf die Schulter klopfen will. Das hat etwas damit zu tun, dass ich euch ein Gefühl dafür geben möchte, dass die Psyche beim Thema Abnehmen
der größte Feind ist, den man haben kann, zumindest meiner Meinung nach. Bei mir ist es so. Meine Psyche und meine Einstellung zum Thema Essen und meine Einstellung zu mir selbst, das ist mein größter Feind. Und auch wenn ich die letzten 7 Monate das Gefühl hatte, auf einem guten Weg zu sein, hat mir dieser eine Moment vor dem Spiegel gezeigt, dass da noch viel im Argen ist, dass meine Reise noch lange nicht abgeschlossen ist, dass ich immer noch ein schwieriges Verhältnis zu und mit mir selbst habe. Und ich möchte dieses Video nutzen, um eine Diskussion anzustoßen, um von euch zu hören, ob ihr ähnliche Erlebnisse habt. Habt ihr mit euch zu hadern? Seid ihr irgendwo in einem Prozess, der euch gut tut, der euch verändert? Sei es jetzt abnehmen oder Gewohnheiten ändern, das Leben neu strukturieren, einen neuen Job haben, eine neue familiäre Situation, was weiß ich. Seid ihr irgendwo in einem Prozess, der euch eigentlich gut tut? Und vielleicht habt ihr auch das Problem, dass ihr euch kein bisschen anders oder besser fühlt. Das würde mich wirklich sehr interessieren, weil mein Gefühl, mein Bauchgefühl sagt mir, und ich habe genug Bauch für ein Bauchgefühl, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das nicht nur mir so gehen kann. Das ist wirklich, das kann ich mir nicht vorstellen. Da müssen mehr Leute da draußen sein und es müssen mehr Leute da draußen sein, die Angst haben, darüber zu reden. Und scheiße, Mann, wir sollten alle keine Angst haben, darüber zu reden. Ich habe echt Probleme mit mir selbst. Das weiß ich. Und deshalb wurde mir jetzt nochmal bewusst, wie abstrus das eigentlich ist und wie verzerrt das alles ist. Und dabei geht es doch genau darum, wenn man so etwas angeht, wenn man wie ich jetzt sagt, ich möchte abnehmen, ich möchte mich gesund ernähren, dann macht man das idealerweise, weil man sich selber besser fühlen möchte, weil man selber den Anstoß gekriegt hat, zu verstehen, dass das, was man damit sich selber anstellt, nicht gut ist, dass es einem nicht gut tut und dass man sich selbst schadet und dass man sich selber verbessern möchte, dass man halt nach vorne schauen möchte und das Leben leben möchte, das man immer leben wollte und nie konnte. Und ich muss wirklich anfangen zu begreifen, dass ich in jeder Hinsicht auf einem guten Weg bin, dieses Leben zu erreichen, dass ich auch nicht jetzt abwarten muss, bis ich da bin, sondern dass ich die Erfolge, die ich jetzt erreicht habe, dass das wichtig ist, dass das genau das ist, was ich immer wollte. Und dass ich das ruhig feiern kann und gut finden kann und mit der Welt teilen kann und hinausschreien kann, dass ich mich freue darüber und dass ich mit mir selbst mehr ins Reine komme. Aber dafür muss ich begreifen, dass ich mich verändere. Ich bin es gewohnt, stillzustehen. Das ist das, was meine Depression 15, 20 Jahre lang mit mir gemacht hat. Sie hat mich zum Stillstand gezwungen und verdonnert. Sie hat mir eingeredet, dass Stillstand meine einzige Option ist. Das ist einfach nicht wahr. Das ist Bullshit. Sie hat mich zu jemandem gemacht, der ich nicht bin und nie sein wollte. Ich wollte immer alles sein, nur nicht die Person, die ich bis vor einem halben oder einem Dreivierteljahr war. Ich wollte immer alles sein, nur nicht diese Person. Und deswegen ist es mir wichtig, darüber zu reden. Und ich hoffe wirklich, dass wir hier irgendwie, Leute, meldet euch in den Kommentaren, schreibt das da rein. Schreibt mir ansonsten eine Nachricht, wenn ihr da irgendwie ein bisschen drüber quatschen wollt. Falls ihr, stellt euch hin, schaut in den Spiegel, schaut euch an und begreift, dass euer Weg, den ihr geht, damit es euch besser geht, dass der Auswirkungen hat. Ich weiß, dass das Video hier wieder super random wirkt, aber es ist für mich ein super wichtiges Thema. Ich möchte euch zum Nachdenken bringen und ich möchte gucken, dass das auch so, das ist quasi gerade genau der Mix aus psychischer Gesundheit und körperlicher Gesundheit und gesunder Ernährung. Da kommen, bei solchen Themen kommen diese beiden Welten zusammen. Und deswegen ist es auch immer schwierig, das eine oder das andere zu betrachten. Von daher, Leute, schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Schreibt mir Nachrichten, falls ihr dazu irgendwie Redebedarf habt. Es interessiert mich unfassbar. Wirklich. Und denkt dran, wenn ihr an euch arbeitet, dann ist das eine tolle Sache. Und reflektiert über eure Erfolge und versucht, diese auch so wahrzunehmen. Der Erfolg stellt sich nicht erst ein, wenn man das Ziel erreicht hat. Jeder verdammte Schritt ist ein Erfolg. Das ist so. Und jeder Schritt sollte gefeiert werden und sollte als Erfolg angesehen werden.
und nicht als, ja, ist ja ganz nett, aber da muss noch was kommen. Ich habe es ja gerade selber gemerkt, als ich angefangen habe zu reden. Ich habe das Erste, was ich gesagt habe, war, ja, ich kann ja aber immer noch genug abnehmen. Ich habe 47,5 Kilo abgenommen. Ich habe mich sehr verändert zum Positiven. Ich habe mich körperlich und psychisch zum Positiven verändert. Und das lasse ich mir nicht wieder ausreden, nicht von meiner Depression noch von irgendjemand anderem. Auch nicht vom Leben oder vom Schicksal oder von sonst wem. Nein. Never ever. Es ist ein leidenschaftliches Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen nachvollziehen, worauf ich hinaus wollte bei meinem etwas belanglosen Geplapper. Es ist ein schwieriges Thema, es ist ein spannendes Thema, es ist ein Thema, was viel mehr Aufmerksamkeit und Offenheit verdient, finde ich. Deswegen nochmal hier wirklich die Bitte, falls ihr euch da irgendwie drin wiederfinden könnt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich sage das nicht nur, damit ich Kommentare kriege und YouTube mich besser rankt. Das ist egal. Das ist wirklich absolut egal. Das ist ein scheiße wichtiges Thema und da muss ein Austausch stattfinden. Und dafür sind die Kommentare da. Fertig aus. Was ich auf der anderen Seite natürlich sehr feiern würde, wäre, wenn ihr den Channel abonnieren würdet, weil ihr sagt, das ist vielleicht ein bisschen wir, was der da erzählt, aber eigentlich hat er ja recht. Dann abonniert sehr gerne diesen Channel. Ich rede nämlich jede Woche wirres Zeug. Und für die Leute, die wollen, dass ich jeden Tag wirres Zeug rede oder auch gerne eine längere Version des Vlogs haben wollen oder mich einfach unterstützen wollen, geht auf meine Patreon-Seite, das ist alles unten verlinkt. Da könnt ihr mich ein bisschen supporten und kriegt dafür auch einiges an Content geboten. Ja, in diesem Sinne, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich gehe jetzt eine Runde spazieren.